Das Schwein guckt so eingeschüchtert. Medaillon 1. Warte, da liegt was. Da ist ein Medaillon 2. Wo packt man die rein? Hallo? In der Mitte am Tisch. Ja. Ich habe Medaillon 3 schon gesehen. Ist keine Ahnung, wo man die rein. Ach, da. So, da ist Medaillon 3, ich mach das Rätsel. Ja, ich komm dran. Im Mittel, wo ist Medaillon 1? Da ist Medaillon 1. So. Hab ich einen Goldhaufen reingeworfen. So. Eine Sekunde. Ja, schön. Kelch, Schlüssel, Schloss, Doppelketten. Da war's schon alles. Diesmal war der Schlüssel so. Doppelketten senkrecht. Und das was alles kombiniert. Ah ja, genau, das war der falsche Schlüsselschloss. So, was ist da? Oh, das sind 5-6 Truhen. Ja. Hey, das heißt, es kriegt sogar eine Tat vollendet, wenn wir die ganzen Truhen an Bord haben. Ziemlich sicher. Nein, nicht Gold aufsammeln, ich möchte. Oh, Digga! Da hinten liegt noch was. War es das alles? Nein, Sekunde. Hier liegt noch eine Aschgrautruhe des Seefahrers. Ansonsten könnt ihr jetzt anfangen, Gold zu sammeln. So. Raus. Okay, und dann beginnt schon den ganzen Kram nach oben zu bringen. Heiliger Schande, ist das viel. Ja. Oh Gott. Du gräbst dich direkt so ein. Erdbeben. Aber hier unten sind wir sicher, oder? Ja, das Schiff nicht. Ah. Ruf, magst du mal zum Schiff gehen? Ja. Soll das Schiff wegfahren? Ja. Nein, nur falls der Vulkan ausbricht. Aber ansonsten nutzt du schon mit dem Schiff sein, hauptsächlich. Was kann der Vulkan bloß aus? Das werden wir hören. Wenn sobald Rauch vom Berg hochkommt. Ja, den kannst du halt gerade nicht sehen. Ja, ich kann dir sagen, wenn er ausbricht. Ich werde das hören. Okay, aktuell. Erdbeben hat sich eingekriegt. Hat es? Das Erdbeben hat zumindest aufgehört. Das heißt nicht, dass der Vulkan nicht ausbricht. Ich sehe aber keinen Rauch. Also ladet die einen, das bleibe ich hier als Zeit. Ja. Perfekt, das hat mir einen easy Job gesucht. Also, ich habe das Schwein hier, Luft. Okay. Wir haben das Schwein nicht vergessen. Es guckt zu, während wir die ganze Zeit am Transport sind. Es bewacht den Schatz.
Wenn du willst, kannst du aber das Schwein holen kommen noch. Ja. Damit du mit dem Schwein retouren kannst. Ich muss eben kurz gucken im Westen, ob das unsere verbündete Schlupe ist oder ob das nicht Glitzerlupe ist. Ja, Schlupe wäre egal. Verbündete Schlupe wäre auch cool. Ja, das müsste die verbündete, das weiß nicht, ob das nicht Glitzerlupe ist oder sowas. Dann komme ich kurz mal rüber und schau, was du meinst. Ich glaube, es ist Glitzerlupe. Ich bin mir nicht sicher. Hast du blaue Lichter? Nein, sie keine Lichter. Hinten eine Suprastruktur, also irgendwie. Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Dann. Westen, sagtest du. Ja, Schruppe. Okay. Oder? Von da. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Wellen dazwischen gekommen sind. Wie stark am Wabbeln. Es ist. Ich kann es tatsächlich. Es sieht aus wie eine normale Schaluppe. Es ist eine Skelettschaluppe. Ah, okay. Jetzt erkenne ich die Suprastruktur da hinten und die Lichter. Okay. Lichter sehe ich absolut gar keine. Aber ganz leicht. Okay. Blau-grün. Oh, wir kommen. Da ist Nebel, da kommt auf uns zu. Nebel ist gut. So, jetzt haben wir mal eben auf die Schnelle. Zwei Tresore ausgenommen. Oh ja. Das heißt, Luft, du hast gerade die Zeit, das um Piggy abzuholen, wenn du willst. Ich kletter gerade in den Krähen, ins Krähennest. Ah, okay, okay. Um einen besseren Überblick über alles zu kriegen. Ich hab Bad Proviant da. Wieso renne ich in die falsche Richtung? Jig. Ah ja, jetzt ist auch so ein Stetschaloppe. Jetzt höre ich das Schwein schreien. Hier, friss eine Kokosnuss und schweig. Der Vulkan neben uns bricht aus. Oder sollten wir es noch aus zweite sein? Ja, sind wir. Hinsetzen, Spiel. David verbündete Augen machen. Oh ja. Wenn er gleich in so ein riesiger Goldhaufen reingeräumt kommt. Und das sind über 20 Kisten, ne? Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über 20 Kisten an Bord haben. Weil mit Kreuzholz wir als Tatbaus 20 Kisten. An Bord. Ich bin mir da vergleichsweise sicher. Was für ein Ranglevel hast du mittlerweile? 86. Ich kann durch die Welt gucken. Bermo! Guck mal hier, ich kann durch die Welt gucken. Ich hab ein Loch in der Realität gefunden. Flame hat einen Kopf bis mit traurigen an. Flame hat keinen Fall seine traurigen Augen gucken. Nur weil wir ihn nicht befreit haben, heißt es nicht, dass wir irgendwas mit ihm zu tun haben wollen. Dieser Kopf angeflogen. Freunde? No. Nein, Bizarro, keine Freunde. Ich bin doch immer wieder erstaunt, dass der Hund den ganzen Tag pennen kann. Paul! Wo ist Paul? Oh, kommt mir gerade entgegen. Jetzt bist du weit genug weg. Nicht weit genug weg von mir, aber weit genug weg vom Ruderboot. Vielleicht bricht das Ruderboot einfach auseinander, weil wir es irgendwie mit 4 metrischen Tonnen Gold beladen haben. Das gibt uns das jetzt auch mal einiges an Ruf. Meinst du diesen Goldsammler-Event-Sache? Ja. Ja. Sind immerhin ziemlich viele Kapitänstruhen bei. Ja. Und dann haben wir noch
Botschafter. Oh ja. Ach, du meinst Botschafter. Botschafter Quest, ja. Genau. Und dann haben wir immer noch einen Schlüssel auf Ancient auf der Ausnahmeinsel. So, wir haben jetzt. Also 20 Kisten sehe ich garantiert drin. Zwei Drittel haben wir jetzt. Ich bin gespannt, wenn das Brot berührt. Hallo, Rang 5. Da werden ein paar Schätze an Bord geliefert werden. Oh Gott, wie viel Kleinkram ist doch da? Heilige! Ich dachte, das wäre schon fast aller Kleinkram gewesen. Aber wir haben gerade das oben angekratzt. Ganz froh, dass ich jetzt gerade Kopfhörer. Dieses nukleare Ruderboot einfach. Man müsste mal theoretisch über die Welt gehen und ein Ruderboot einfach randvoll, wirklich jeden einzelnen Flecken füllen mit irgendwelchen Meerjungfräulesteinen. Und dann an Leuten vorbeifahren und sehen, wie ihnen einfach die Augen ausgebrannt werden. Pulverpaul, ihr habt ihr doch schon wieder. Solange er nicht hier ist, kann er sein, wo er will. Pulverpaul, schickt mir eine Postkarte von da, wo ich nicht bin. Ja, Luft, 20 Truhen sind safe drin. Nice. Ich hab grad meine Suppe bekommen. Vielleicht zweimal 20 Truhen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab Puree-Suppe. Ah. Das haben wir das letzte Mal gehabt, wo wir mal einen Goldhorder hochgelevelt haben. Ja. Da dachten wir uns, können wir vielleicht ein paar Tresorfahrten machen, was mit Gold haben wir vielleicht leveln. Fertig. Okay. Stimmt, dann haben wir die Botschafter ja noch reingemacht. Wie viel mussten noch aufs Schiff geladen werden? Ja. Ja. Oh. Sagen wir so, ich bin jetzt gerade fertig damit, den ganzen Devil's Roar Kleinkram aufzuladen. Jetzt kommt das der übrige normale Kleinkram. Okay. Okay, der Kleinkram ist fast fertig. Das ist der letzte Lauf, den die Transportkiste machen muss. Dann haben wir noch so 12 Kisten. Mindestens. 12 hoch unendlich. Also ich habe, glaube ich, ungefähr genug damit, um meinen ganzen Server auf Rang 5 zu bringen, was Goldsammler angeht. Das könnte sehr gut sein. Ich auch. Sollen wir gleich mal die Zeit stoppen? Wir brauchen zu verkaufen. Oh Gott. Da musst du gut helfen. Da wünschen wir uns nach Harpunenruderboot. Piggy! Schweig und bewach weiterhin die Schätze. Alter, es ist fast nicht mehr feierlich, was wir hier treiben. Wir müssen uns auch jedes Mal zu Loot Pinata machen. Aber wirklich jedes Mal? Absolut. Ich stelle mir das wirklich vor, unser Schiff sinkt, irgendwie jemand schafft, uns zu versenken, und dann platzt das einfach so auf in ganz viele Kapitänstruhen, solche Sachen. Nein, eben.
Unser Schiff sinkt, es platzt auf und ganz viele Kapitänstruhen. Und dann kommen wir voll beladen wieder, weil sie immer noch daran sind, alle den Loot einzusammeln. Ich denke mir erst, dass das Spiel abstürzt, weil der Wasserkapitänsnur aus dem Boden platzt. Ja, wir haben sie versenkt. Wo ist meine FPS hin? Ich hätte es jetzt viel lustiger gefunden, wenn wir bei dem Punkt gewesen wären. Kapitänskajüten ausgeplatzt werden. Das war ziemlich lustig, das gewesen wäre. Ja, wir haben sich fertig. Oh nein. Grüße aus dem Jenseits. Wir haben noch so viele Kisten Luft. Also viel Spaß, um das Ruderboot gleich zu beladen. Ja. Zu entladen. Ja. Ich habe mir gerade irgendwie vorgestellt, als Suizidboot rumzufahren. Halt, boah, wird das beladen mit allen Schießpulverfässern. Die müssen nur eine Kugel reinhauen und das ganze Schiff explodiert. Einfach Ultra-Hardcore-Modus. Einfach nur für den Blick von den anderen Leuten. Ultra-Hardcore-Modus. Das Schiff ranvoll mit Nukes befüllen. Wenn ihr getroffen werdet, verliert ihr. Also, gewinnt das Spiel, ohne getroffen zu werden. Das eigene Schiff in so einen One-Hit-Kill zu verwandeln. Aber so, dass man die Fässer nicht auf Anhieb sieht. Genau. Ja. Ich stelle mir halt einfach nur den Blick von der anderen Crew vor, wenn sie auf uns schießt und plötzlich das ganze Schiff einfach explodiert. Ich mache mal ein Schwert und komme Schiff runter. Nein! Bam! Gelöscht! Ich stelle mir das auch gerade ganz lustig vor, wenn du wenn du auf ein anderes Schiff zufährst. Paul! Alle Leute einfach von Bord springen. Und sich die gegnerische Crew denkt so, Moment mal. Ja, du darfst rein. Ja, ich zieh noch ein bisschen weiter weg. Okay. Dann stellst du dir das mal vor. Das wäre also das sein muss. Rammkurs rausrennen, boom! Die wundert sich schon so, hä, opfern die ihr Schiff freiwillig? Oh nein. Nur ein Pulverfass vorne als Rammsporn dran setzen. Nee, dann würden die daran drauf schießen, damit sie es abwenden können. Und dann würde das ganze Schiff explodieren. Aber es muss mit Nukes gefüllt sein, mit nichts anderem als Nukes. Athena Nukes. Oh Gott, stell die Explosion vor. Es muss noch eine Farbe mit dazu gehen, dass wir safe sind, dass der Server abstürzt. Warum habt ihr das gemacht? Wir fanden es lustig. Wie viel Pulverfässer hattet ihr an Bord? Ach, nur so 200. Ach, nur so alle, die wir auf dem Server gefunden haben. Wie viele Pulverfässer hattet ihr? Ja. Was soll das heißen? Ja. Ja. Nee, ihr müsst das schon nur beschreiben. Warte ab. Das würde sogar ganz gut funktionieren, wenn man das Schiff in den Gegner reinrammt. Und dann scuttelt. Gesetzt im Fall, der Gegner hat nicht drauf geschossen. Schiff rammt an den Gegner rein, scutteln, dann kommt der ganze Pulverfässer hoch, nachdem das Schiff gesunken ist. Wir sitzen irgendwo weit hinten auf dem Ruderboot, gucken uns das ganze Spektakel an. Wir sehen einfach nur, wie so ein Gegner ein Schiff entgegengeflogen kommt, das gegnerische. Ich stell mir gerade vor, jemand entert das Schiff, sie haben das Schiff abonniert, haben das Schiff quasi. Sind nebeneinander. Eine entert, geht runter und sieht einfach nur alles voller Pulverfässer. Es ist plötzlich in so einem nuklearen Waffenarsenal drin. Ja. Boah, der wird nicht zögern. Der wird einfach so von einmal mit dem Schwert zuschlagen, ganzes Schiff gelöscht. Also ist bitte dann. Also einer müsste bei uns an Bord bleiben, einfach nur um dann den Trigger zu drücken. Hallo. Hey, ich steh hinten zwischen den Pulverfässern. Lustig wäre aber auch, genau den gleichen Spaß zu machen, mit dem Schiff eines anderen. Wir kennen ja die üblichen Sachen, wenn wir am Außenposten stehen und darauf warten, dass ein anderes Schiff direkt das spawnt. Und anstelle da, das einfach sich nett hinzusetzen, einfach das ganze Schiff, nachdem direkt nach dem gespawnt ist, mit Pulverfässern füllen. Eisen? Ja. Ich glaube, du holst jetzt die letzte Kiste. Wirklich? Sind wir soweit? Dann musst du Piggy holen. Ja. Did you say that to him?
Die letzte Kiste! Nein, lass mich durch! Komm mit, Schnitzel! Heute noch eine Botschaft auf Sport. Aha! Ich habe das Gefühl, sobald das Ruderboot angelegt ist, boom. Bebe, du kannst doch an Bord gehen, das Ruderboot. Riskiert weniger Geysire. Nein. Ich weigere mich, ich bin rebellisch. Er trinkt das Schwein aber bitte nicht. Oh! Sehr nett! Nice! Oh, die werden sich nicht richtig freuen. Ich hoffe, die verkaufen jetzt nicht und verschwinden. Nee, sie sollten mindestens auch bis zum Verkaufen da bleiben. Ja. Damit sie einfach auffällt, was da. Oh Gott, dieses Ruderboot macht mir Angst. Luft, wie sieht eigentlich vom Schiff aus? Es sieht geleuchtend aus. Du bist ein Kugelblitz, der einfach nur aufs Schiff zu fährt. Oh ja, wenn vor allem jemand ranzoomt. Oh Gott. Das ist hell. So, achtet unten auf den Kreis. Ich bin rausgeflogen aus dem Spiel. Ja. Oh, das ist mies. Wir haben Level 4, ein Drittel. Deine Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Bitte überprüfe deine Verbindung und versuche es erneut. Ja, ich möchte wirklich der Sitzung wieder beitreten. Du Arschlochspiel. Ich wollte... Achte auf den Kreis. Delete. Oh, Peggy. Wo ist Peggy? Steht hier vorne. Direkt vorm... Ja, du wurdest instant deleted. Aber wirklich. Ruder wird angelegt. Alles klar. Tschüss. Wir sind nicht dran 5. Nein. Enttäuschend. Das ist schockierend. Schätze ich, müssen wir wohl vorher noch den letzten Schlüssel finden. Ich glaube, wir sollten verkaufen gehen. Ja. Ich möchte nicht wieder als Loot-Pinata enden, nur weil wir es nicht einsehen, auf Rang 5 rauf zu sein. Wir wünschen. Ja, also wie war es im Off-Modus zu sein? Das ist hey, wie viele Truhen habt ihr? Ja. Heiliger Schande. Nein. Oh, mein Athena-Segen steigt gerade durch die Verkäufe. Oh, ich hasse, wenn man es aus Versehen ins Ruderboot setzt. Nein. Hänsel und Gretel Truhen-Trails hinterlassen. Wenn wir sie wieder verirren. Doch, verirren uns, weil die Truhen-Trail einfach den ganzen Planeten angeht. Es kommt alles an, ne? Also Truhen-Antiker-Rebute, das sind Hochprioritätsziele. Ja, das haben wir. Ich durfte das bereits feststellen. Da sind zwei Gegenstände, die ich nicht aufheben darf. Zwei Teufelsdinger. Was da war gerade? Also ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ah da, warte, da kommt es gerade an. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, weißt du was? Ich mach Behinderteneinstellungen an. Einstellung zur Barrierefreiheit.
Wo haben wir das? Ist nämlich sehr schön, dass die Sachen eingebaut haben. Für Interaktion kürzer gedrückt halten. An. Ja, Mann. Den Spaß seines Lebens beim Sortieren. Okay, es reicht trotzdem nicht. Ich komme trotzdem nicht dran. Dann mache ich das jetzt mal wieder aus. Nicht, dass ich gewöhnen muss. Ist aber sehr schön, dass sie solche Eigenschaften hier eingesetzt haben. Ja. Optionen. So. Ich habe das Gefühl, das Schiff ist langsamer geworden zu dem ganzen Loot. Aber ich bin gewissermaßen schockiert, dass das nicht gerechnet ist, uns auf Rang 5 zu bringen. Das ist eindeutig. Wahrscheinlich, weil wir halt für das Einsammeln des Loot selbst keine Sachen bekommen, sondern nur für ans Board bringen. Ja. Ja, wenn wir fürs Einsammeln noch gekriegt hätten, dann wären wir aufs Zelt. Dann wären wir auf 5 gewesen, bevor wir den Tresor verlassen hätten. Wie viel? Den wie ersten. Fehlten noch? Wir sind gerade bei 4 ein Drittel. Da sind es vielleicht noch 2 Drittel Level zum höchsten Ja, Rang. Aber es würde verkaufen. Ja. Sind halt nur 200% statt 250%, aber. Die letzte Runde kriegt dann 250%. Die letzte Runde und die Botschafter-Quest können 250% kriegen. Oh, oh. Der Verbündete da hinten? Ja, sieht aus. Er ist am links, am Außenposten. Ist er? Ich glaube schon. Ich glaube, der hat es fertig verkauft. Der geht gerade da hinten lang. Kann sein. Guck eben. Der Außenposten sieht frei. Ah, oh, Gott! Wo ist das Schwein? Ja, Segel gut, dass der Stein, gut, dass der Schlag nicht bei Piggy eingeschlagen ist. Ja, gut, dass Piggy runtergebracht hat. Ja, und nicht nur, dass du ihn nach unten gebracht hast, sondern dass du ihn vorne nach unten gebracht hast. Ja, das ist der sicherste Ort im Schiff. Ich fühle mich hier, als wenn ich in so einem Messi-Stall mit Gold sitzen würde. Ich stehe hinten und drehe mich um, rund um mich herum. Ah Gott! Hades! Und rund um mich herum ist einfach nur Gold. So, ich werde jetzt nur 3 Kisten mit kleinen Krams beladen. Und wir füllen die einfach immer auf. Ja. Ja. Hades, was ist falsch mit dir? Vorne ein Schlag. Piggy lebt immer noch. Das ist okay. Piggy 49. will rausgehen mit dem Boom. Ich höre Maggie. Maggie! Maggie! Hey, gibt Maggie! Doch. Das gibt's doch. Ja, gibt es. Sobald wir aus dem Vulkan raus sind, ist Maggie dran. Nein, nicht die Lagerkiste. Wir müssen erstmal ganz schnell weit weg von diesem Vulkan. Und vorne einziehen. Hey, vielleicht ist da unser Rang 5. Genau das denke ich auch. Nur ein paar Goldsammler-Sachen dabei hat. Hab ich schon umgemacht. Okay, hinten einziehen. Maggie. Maggie verschwindet nicht, wir sind nah genug bei der Insel. Also wir sind zu weit von der Insel weg. Und falls doch, gehe ich ein bisschen weiter mit ins Meer. Dieser fette Goldfisch ist. Alter! Ist das unserer Bilden da hinten? Ja. Ich glaube, Maggie hat sich die Verbündeten ausgesucht.
Unwahrscheinlich, das war hier die ganze Zeit. Die sind gerade, haben gerade extrem über 8 Kanonen belasten. Und was haben die gerade gebabbelt? Und irgendwas. Maggie, du warst doch gerade hier. Hast du einfach rüber teleportiert auf einen Schlag? Ja, Maggie ist jetzt weg. Pop. Warum hasst das Spiel uns? Ich repariere mal halt unseren Anker. Ja. Und der Fogmast kann wahrscheinlich auch repariert werden. Das ist wahrscheinlich so assi. Hier, guck mal, potenzieller Rang 5, er ist weg. Der Vulkan hat allerdings aufgehört. Wahrscheinlich haben wir das Territorium einfach verlassen. Ja. Wo bist du, du fetter Goldfisch? Wir haben jetzt gerade, glaube ich, erstmal andere Präferenzen. Ja.